Hallo, Namaste, ihr Lieben. Ja, wir sind hier gerade dabei, unser altes Haus noch zu reinigen und alles nochmal so den letzten Rest zu sortieren. Morgen früh kommt der Umzugswagen. Die Räume sind schon leer und ich sitze in meinem ehemaligen Tempelraum. Das ist ein bisschen eigenartig, weil das jetzt plötzlich hier alles voll, leer ist halt. Und ja, dann geht ein neuer Abschnitt los. Wir ziehen in unser großes Seminarhaus nach Sasbach-Walden. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das alles wird und so weiter. Und ich bin hier jetzt gerade noch mit meinen letzten Kraftobjekten in diesem Tempelraum. Und da möchte ich euch gerne noch was drüber erzählen. Das wollte ich eigentlich schon seit Wochen, aber ich glaube schon seit 2 Monaten. Aber irgendwie durch den ganzen Umzug und all das Ganze drumherum bin ich zu ganz vielen Sachen gar nicht gekommen, die ich sonst so vorhatte. Jetzt habe ich gedacht, Mensch, das mache ich doch nochmal schnell. Und zwar, ich habe hier eine ganz große Kiste. Ich zeige euch das mal einmal. Beim Telefon hier nehme ich das mal auf. Und zwar sind das alles ganz besondere Rudrakshas. Und die habe ich alle sortiert, denn das letzte Mal, als wir in Indien waren, haben wir nicht nur die spirituelle Gruppe geleitet, wie wir das immer tun, wenn wir da sind, Mantringruppen, Pilgerreisen, sondern ich habe auch das große Glück gehabt, an ganz besondere, schöne Rudrakshas zu kommen. Jedes Mal suche ich nach diesen Kraftobjekten, wenn ich da bin, denn Rudrakshas sind Energieträger von hohen kosmischen Energien. Viele Yogis kennen die Kräfte um die Rudrakshas und viele sind so wie ich auch mittlerweile Sammler geworden, Sammler und Jäger von Kraftobjekten. Und einige von denen sind so selten, dass man manche Kraftobjekte wirklich nur einmal im Leben überhaupt zu Gesicht bekommt. Und manche gibt es halt ganz, ganz häufig. Also, und ich bin halt immer auf der Suche nach ganz besonderen Stücken, einmal für mich, aber dann auch für einige ausgewählte Klienten und Menschen, die ich halt kenne oder auch gute Kunden, die nach was ganz Besonderem suchen. So, und ich möchte euch was zeigen, was im Moment sehr interessant ist. Also die normale Größe von einer Rudraksha, das ist auch jetzt eine sehr, sehr schöne, ist diese hier. Die habe ich jetzt alle wunderschön einsilbern lassen, also mit so schönem Silber. Sieht ganz, ganz toll aus. Das ist die normale Größe. Ja, das ist eine normale Größe Rudraksha. Das hier ist zum Beispiel schon eine sehr besondere. Das ist eine Gauri Shankara. Und die ist schon ein bisschen größer, das sieht man schon. Die hat schon ein bisschen größere Power und größere Energie. Also ist nicht unbedingt immer so, umso größer, umso powervoller, aber bei manchen. Aber das ist mein eigenes Video, das zu erklären. So, und dann gibt es XL Rudrakshas, wie diese hier. Ja, wenn man die jetzt mal im Vergleich sieht, ist das schon, ja, ist das schon eine andere Nummer, ja? Und die sind auf jeden Fall kraftvoller, diese hier jetzt, also die größeren. Das ist eine, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Augen. Also diese Striche hier nennt man ja Augen, die hier so drauf sind. Und so, und seit ganz weniger Zeit, also seit ganz kurzer Zeit, wenn ich so Englisch denke, dann hört sich das Deutsche ein bisschen lustig an. Also seit kurzer Zeit gibt es nicht nur XL, ich weiß gar nicht, wie die benennen soll, XXL. Also ich habe jetzt 3 Formen gemacht, ja, XL, XXL und XXXL Rudrakshas, nämlich solche Größen, ja. Und wer schon mein Rudraksha-E-Book sich mal angeschaut hat, der sieht, oder auch einige haben schon mein Foto gesehen auf Facebook, da habe ich eine ganz große Maler um. Und da dachte ich damals schon, das wäre eine einzigartige Sache, sowas kriege ich überhaupt nie wieder. Was jetzt sehr interessant ist, ich habe jetzt noch eine Maler bekommen, und zwar auf Kommission. Die ist schon in Sasbach-Walden, das ist meine alte Maler, ja. Und diese hier ist nicht verkäuflich, die behalte ich natürlich, denn das ist eine enorme, enorme, enorme Kraft. Aber ich habe noch eine bekommen auf Kommission, weil die hätte ich gar nicht zahlen können. Und ich habe eine ganze Menge von den XL Rudrakshas bekommen. Und unter anderem, und das ist das Besondere, sogar mehr als 5 Augen. Denn diese XL Rudrakshas, XXL Rudrakshas, die es früher überhaupt gar nicht gab. Also ich kenne Experten, Rudraksha-Experten, die gesagt haben, die haben noch nie von sowas gehört, ja. Und einige sagen, das ist seit, sie sind seit 20 Jahren auf dem Markt mit Rudrakshas. Und plötzlich bringt die Natur solche kraftvollen, ganz seltenen Rudrakshas raus. Die kommen übrigens aus Kambodscha, diese hier. Ganz interessant, denn da ist ja auch viel Bewegung, auch Erdbewegung und auf vielen Ebenen Bewegung. Und die waren bisher alle 5 Augen und jetzt habe ich sogar eine einzige, also diese hier ist eine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, davon habe ich zwei. Zwei 8-Augen und eine einzige 9-Augen-Rudraksha. Also super selten. Super, super selten in so einer Größe. Wie gesagt, normal ist so. Ja, und das ist wirklich sehr viel kraftvoller, spürt man auch, wenn man die trägt, wenn man die allein schon in die Hand nimmt. Und so eine Mala überhaupt zu halten, manchmal mache ich damit Heilungen. Manchmal, wenn nichts hilft, lege ich jemanden eine Mala um den Hals für ein paar Minuten oder manchmal sogar nur kürzere Zeit, wäre echt nur eine Minute oder so. Und es ist so eine Power, die da durchkommt. So, und ich frage mich jetzt halt, warum kreiert die Natur plötzlich solche riesen Rudrakshas? Denn auch diese großen, ich zeige euch nochmal, ich habe also wirklich ganz tolle Schätze mitgebracht diesmal. Und davon weiß bisher auch gar keiner was. Weil ich hatte seit der letzten Indienreise gar keine Zeit, die alle irgendwie auszuzeichnen. Bin da, sieht man auch, das habe ich schon vor ein paar Monaten gemacht und immer noch nicht weitergekommen. Und zu fotografieren und so weiter. Aber ich werde die bald auch bei mir in den Shop stellen. Und wer Interesse hat, kann mich auch gerne anmelden. Kann ich einmal erzählen, was ich hier habe. Also wer was Besonderes sucht. Das hier ist schon sehr groß. Und die habe ich alle schön einfassen lassen. Und warum macht die Natur plötzlich solche großen XL und solche großen XXL Rudrakshas? Mein starkes Gefühl ist einfach, die Schwingung auf der Erde verändert sich zunehmend und immer, immer, immer schneller. Und in den Veden, in den alten Schriften, die alten indischen Schriften, wo nicht nur die Geheimnisse der Mantren und Yantren und der Informationen über die Welt geschrieben stehen, sondern auch die Vorhersagen der Welt. Ja, steht geschrieben, dass wir jetzt in eine Zeit reinkommen, in der Zerstörung sehr groß wird und in der es auch wichtig wird, überhaupt Schutzkreise aufzubauen und positive Energie. Mein starkes Gefühl ist, dass wir viel mehr von diesen hohen positiven Kräften jetzt brauchen, viel mehr, wie wir das früher gebraucht haben und dass die Erde das auch braucht zum Transformieren. Also ich glaube nicht, dass so eine Mala, wenn wir die jetzt haben, oder so eine große Rudraksha nur für uns ist. Also ich habe das ganz starke Gefühl, dass diese Rudrakshas auch für das Umfeld gut sind und wichtig sind und dass die halt echt einen Job haben hier, ja. Denn Rudraksha, Rud ist ja Shiva, Aksha ist die Träne von Shiva und Aksha oder Raksha, Raksha bedeutet übrigens auch Schutz, ja. Rudraksha, also Ru-Raksha, also Dunkelheit, Schutzwort Dunkelheit, entweder könnte man es so übersetzen, Ru ist die Dunkelheit, Licht, Guru, Ru ist das Licht. Licht und Raksha, also Schutz vor der Dunkelheit, Schutz ins Licht zu gehen. Denn man weiß auch, umso mehr Licht, umso mehr Schatten, ja. Kennt vielleicht einige von euch. Es ist ja auch immer so eine Illusion, umso weiter man kommt, umso weniger hat man zu tun mit Negativität. Meistens ganz genau das Gegenteil der Fall. Und das Zweite ist eben halt auch, es braucht wirklich kraftvolle Energien hier. Rudraksha. Für Schutz, aber auch Shiva weint für uns, ja. Also man sagt ja, wer eine Rudraksha trägt, der muss nicht mehr viel weinen, am besten gar nicht mehr, denn Shiva weint für einen, ja. Und es gibt ein bisschen Stita Pregnatata, das Wort bedeutet, dass du ein bisschen mehr ausgeglichen bist und nicht so sehr auf, ja, wie soll man sagen, auf so Dramas eingehst oder hängen bleibst, sondern dass du Lösungen findest und dass du auch kraftvoll wirst und kraftvoll bleibst. Und ich glaube, das ist gerade in dieser jetzigen Zeit wirklich sehr notwendig. Ja, und ich habe diese Schätze hier und kann dir mal zeigen, das sind jetzt so gerade so Döschen, habe ich die so reingesammelt. Und mal gucken, zu welchen Besitzer die gehen und mal gucken, welche ich behalte. Also das sind schon sehr schöne, große, normal XLs. Aber wie gesagt, jetzt auch XXLs, ja. Und die werden immer, immer größer und die werden vor allen Dingen häufiger. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch vorbei ist. Also mein Händler, von dem ich die jetzt habe, der hat gesagt, ja, das war jetzt das letzte Mal, seitdem jetzt keine mehr bekommen. Aber ich darf sie ein Jahr lang behalten auf Kommission, um zu gucken, ob die irgendwo hier hin sollen, ob die irgendwo einen Besitzer finden. Und das Interessante ist halt, das hier ist jetzt zum Beispiel eine 8-Augen. Wie gesagt, die haben ja alle verschiedene Schwingungen. Und vorher gab es diese riesengroßen nur in 5-Augen.
So, und jetzt gibt es die in 6 Augen und in 7 Augen. Ich habe in 7 Augen so eine große und sogar 9 Augen, was ich sehr interessant finde. Bei 9 Augen ist Durga. Und Durga, sie hat die Power. Sie ist wirklich, sie ist die Gottheit, die auf den Löwen tanzt, ja. Also reitet und sie hat für gar nichts Angst. Sie hat einfach keine natürlichen Feinde. Das ist die Power von diesen Riesen Rudrakshas. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich einige von denen nicht auch behalten sollte, weil es kann sein, dass es die nie wieder gibt, welche ich davon überhaupt freigebe. Aber ich wollte das mal mit euch teilen, weil ich habe so das Gefühl, nicht nur für die Rudraksha-Kenner unter euch und die paar, die auch Rudraksha sammeln. Es gibt ja einige, die auch verstehen, wie kraftvoll das ist, aber es gibt auch viele neue Suchende oder ja, Findende, die das Wort Rudraksha noch gar nicht kannten. Und vielleicht ist es auch, wenn er so recherchiert über Rudraksha, ganz interessant zu wissen, diese Sachen mit diesen ganz großen Rudrakshas sind ganz neu. Und ich finde halt besonders interessant auch diesen Bereich, wie die Natur sich halt verändert, wie die Welt sich im Moment verändert, was auf der Welt intensiv passiert. Ich finde, man kann überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Also mir geht zumindest so das Gefühl, puh, es geht alles so rasant schnell und die Natur macht jetzt auch so rasant andere Kraftobjekte eben, um uns Seelen, die hier Lichtarbeit machen, zu unterstützen und die Yogis und die ganzen Sadhus in Indien sowieso, ja, denn das sind diejenigen, die sehr viel aufrechterhalten energetisch, ja. Es gibt dann sehr, sehr viele Yogis, die Kraftobjekte sammeln und mit diesen Schwingungen der ganzen Welt helfen, indem sie meditieren oder verschiedene Themenbereiche abdecken mit ihrer Sadhana, mit ihrer kraftvollen Energie, mit ihren kraftvollen Energiefrequenzen. Also es zeigt aber auch, es ist eine Menge in Bewegung, sonst wird die Natur sowas eben nicht machen. Und ja, ich finde es sehr faszinierend, dass diese Sachen jetzt mit mir auch nach Deutschland gekommen sind. Ich muss mir vorstellen, ich nehme diese Sachen ja immer alle mit ins Handgepäck. Und diesmal hatte ich, warte, ich zeige euch nochmal ganz kurz was, muss einmal ganz kurz weggehen. Also diesmal hatte ich einen riesen Maler dieser Art um den Hals und ich hatte so 10 solcher großen Rudrakshas hier, ja. Solche, guckt euch die mal an, das ist jetzt wirklich XXXXXL. Ich meine, das ist das kraftvollste überhaupt, das ist heftig, das sind 5 Augen. So, die normale 5 Augen, ich zeig nochmal, ist die, okay, also die ist nochmal eine Nummer heftiger, ja. Wow, davon habe ich 2 von diesen ganz großen. So, und ich war schon nervös, als ich dann hier unterwegs war, weil ich dachte so, Gott, was sage ich, wenn jemand mich fragt, was ist denn das alles und so, ist ja nicht verboten, aber die Zöllner hier, oder Zöllner, die Zollbeamte, kennen das natürlich nicht. Und es hat aber niemand was gefragt, aber ja, ist schon spannend. Ich kam also diesmal mit dem Handgepäck anstatt Computer drin voller Rudrakshas und noch so ein paar andere Sachen an. Ja, ihr Lieben, also falls jemand von euch Interesse hat an irgendwas ganz Besonderem, dann schreibt mir. Und falls irgendjemand von euch ja, Fragen hat, könnt ihr auch gerne rund um das Thema Energieobjekte oder Rudrakshas hier unter dem Video gerne fragen. Ich beantworte immer mal ab und zu, wenn ich wieder Zeit habe, denn das ist ein sehr spannendes Thema und in Europa noch nicht so bekannt. Das ist ja altes, Jahrtausende altes Wissen, teilweise bis zu 5000 Jahre alt. Also habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder so. Das kann man alles nachlesen in den alten vedischen Schriften. Ja, bis dahin, ich wünsche alles Gute, viele Schutzkreise, viel Inspiration, viel Licht und ja, lasst euch nicht unterkriegen von der verrückten Welt da draußen. Lasst unser Licht scheinen und lasst uns die Welt verbessern, so gut wie wir können, im Kleinen und im Großen. Bis bald. Tschüss.